Herzlichen Dank, Freeman, dass du noch in die Sendung gekommen bist. Du hast gesagt, ihr habt einen Sturm in der Schweiz gehabt. Ja, es war ziemlich schlimm. In der Westschweiz hat sogar ein ganzes Turnfest, die ganzen Zelte weggeblasen und es sind ziemlich viele Leute verletzt worden. Der Sturm ist dann zu uns in die Zentralschweiz gekommen und es war also wirklich schlimm. Also so Windgeschwindigkeiten habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber jetzt scheint es vorbei zu sein. Okay, legen wir los. Danke, dass du noch die Zeit gefunden hast. Du bist bei Bilderberg die ganze Woche gewesen, hast einiges, denke ich, noch mehr mitbekommen rund um die Bilderberg-Konferenz. Das würde uns interessieren. Und auch sind ja auch Gäste aus der Schweiz dort gewesen, oder zumindest ein hochrangiger Gast aus der Schweiz. Das würde uns auch besonders interessieren. Ja, also wie gesagt, ich gehe immer schon früh dorthin. Ich war also am Montag schon dort. Das war dann 3 Tage vor Beginn der Bilderberg, um erstens mal mich umzuschauen in dem Tagungshotel, damit man eine Ahnung hat, bevor sie alles sperren, dass man eine Ahnung hat, wie das dort aussieht und was es für Möglichkeiten gibt. Das haben wir auch dann gemacht. Wir sind zum Beispiel am Dienstag Mittagessen gegangen. Das war die letzte Möglichkeit, bevor sie das Ganze gesperrt haben. Wir haben dann auch zugeguckt, wie sie die Zäune aufgestellt haben, denn diesmal gab es ja praktisch 2 Zäune, einer direkt unmittelbar um das Hotel herum und einer um die Grundstücksgrenze mehr oder weniger. Und da haben wir zugeschaut, wie sie das errichtet haben. Also der Aufwand dieses Jahr für die Sicherheit war enorm. Wir haben dann auch am Montag teilgenommen an einer Besprechung der Polizei mit den Hausbesitzern, die betroffen wurden, weil es wurden ja diverse Straßen gesperrt und auch Fußwege und so weiter. Und dadurch konnten die Leute, die dort wohnen, teilweise gar nicht zu ihren Häusern. Also das war gesperrt und die Polizei hat darüber informiert. Nach dem Gespräch habe ich mit dem Polizeichef gesprochen und habe ihn dann gefragt, seit wann weiß er denn, dass die Bilderberger kommen? Und das war eine interessante Antwort. Er sagte, sie wussten das schon 18 Monate vorher. Das würde ja bedeuten, dass die jetzt schon wissen, wo es nächstes Jahr stattfinden wird. So lang ist die Vorlaufzeit. Und das ist für uns schon eine gewisse Neuigkeit, denn wir haben schon gedacht, dass sie 6 Monate oder so vorher planen, aber dass sie sogar 18 Monate vorher planen, das ist schon eine Neuigkeit für uns. Oder? Das Interessante ist aber, die Bürgermeisterin von dem Ort, die hat davon nichts gewusst. Die wurde erst 6 Wochen vorher informiert. Also das zeigt, dass die Sicherheitsleute das alles schon wussten, aber die Bürgermeisterin nicht, oder? Und das hat sie auch, glaube ich, ziemlich aufgeregt, dass sie das nicht wusste. Und dieses Jahr haben wir relativ wenig Fotos machen können, weil natürlich die Absperrung so platziert war, dass man die Teilnehmer nicht erwischen konnte. Also der Abstand, von wo wir am nächsten kommen konnten und dort, wo sie im Hotel sich aufhielten, das war sehr weit weg. Also da hat man nichts gesehen, nichts fotografieren können. Es gibt Luftaufnahmen. Ja, ein Kollege von uns, der ist dann mal in der Nähe drüber geflogen und aber er hat außer die Außenaufnahme vom Hotel aus der Luft, hat er ja keine Leute irgendwie gesehen, oder? Weil die halten sich natürlich im Innen ab, also in den Konferenzräumen. Jim Tucker schreibt in seinen Bilderberg-Tagebüchern,
dass in manchen Konferenzen es auch Gäste gegeben hat, die dann nicht auf der offiziellen Gästeliste gewesen sind. Das wird dieses Jahr dann schwer zu erkennen gewesen sein. Ja gut, einer, der nicht auf der Liste steht, wo wir wissen, der teilgenommen hat, war ja der britische Premier, der Cameron. Der hat teilgenommen, steht aber nicht auf der Liste. Wie habt ihr das rausbekommen? Das wurde offiziell verkündet von Number 10 Downing Street. Interessant. Dass er teilnimmt. Dann haben sie sich nicht richtig abgestimmt mit den Bilderbergern. Ja, oder er wurde einfach dann kurzfristig dazugeholt. Ja, ich meine, das passiert ja oft. Mhm. Dass sie einfach kurzfristig jemand dazu bitten oder so, ja. Und das ist in dem Fall so gewesen, ja. Und die lernen dazu und sperren immer mehr ab und halten uns immer mehr auf Distanz. Weil genau das passt ihnen ja nicht, dass wir dann Leute möglicherweise entdecken, wie in der Vergangenheit, die nicht auf der Liste stehen, weil das sind eigentlich die interessanten Leute. Warum sind die inkognito dort? Ne? Aber wie gesagt, sie machen es einem immer schwieriger. Jetzt waren noch Gäste aus der Schweiz da bei der diesjährigen Bilderwerkkonferenz. Ja, also es waren Politiker dort, den Ständerat, der Gutswiller. Dann war der Ackermann dort als Vorstandsvorsitzender von der Zürich-Versicherung. Und es war der Vasella dort als Ehrenpräsident von der Novartis. Und es war der Chef von der Schweizer Nationalbank, der Jordan, dort. Und das hat uns natürlich speziell interessiert, weil, ich meine, wenn Leute, die Konzerne vertreten, gehen, dann kann man ja als Publikum nicht viel sagen, weil das ist ja eher eine Sache der Aktionäre. Aber wenn natürlich gewählte Politiker und auch ein Beamter, wenn man so will, von der Nationalbank, der oberste Chef, die bekleiden ja ein öffentliches Amt. Also die sind schon, da muss man dann schon fragen, was die dort zu suchen haben. Und das habe ich auch gemacht, denn am Donnerstag, am Anreisetag, war ja der Schweizer Fernsehen dort und die haben mich auch interviewt. Und da habe ich dann zum Ausdruck gebracht, meinen Protest, was der dort zu suchen hat. Und das haben sie auch in der Tagesschau dann gesendet in der Schweiz. Also insofern haben wir ja einen Erfolg erzielt, denn unsere Absicht ist ja, mit dieser ganzen Berichterstattung in den Mainstream zu kommen. Es nutzt ja nichts, die Leute sozusagen zu informieren, die eh schon auf unserer Seite sind, sondern wir wollen ja die Allgemeinheit informieren, dass sie wissen, wer da teilnimmt und was da abläuft. Und was die Schweiz betrifft, haben wir das erreicht, weil, wie gesagt, das lief in der Tagesschau und dann später dann nochmal in zwei Nachrichtensendungen. Also da bin ich zufrieden, insofern, was die Schweiz betrifft. Was Deutschland betrifft, kann man sagen, dass natürlich überhaupt niemand dort war von deutschen Medien. Ja. Das Thema während dieser Woche war ja scheinbar die Flutkatastrophe. Das war das große Thema in den Nachrichten. Ja, also wenn ich mir die Liste angucke, Bilderberg Meeting, wer angekündigt war, von deutschen Gästen, da war gerade eine Zuhörerfrage unter bilderbergmeetings.org, also offiziell aus der Politik, sollte der Herr Lindner, Christian Lindner, der Vorsitzende von der FDP, Großen Liberalen Partei sein, und ein Herr Lauck von der CDU. Genau, ja. Und interessant ist ja, es hat sich immer so abgewechselt, welche deutschen Politiker Bilderberg kritisiert haben. Als wir noch die CDU-CSU-FDP-Regierung hatten in den 90er Jahren, da haben die Grünen es kritisiert. Und dann später hat es die Linkspartei kritisiert, beziehungsweise immer einzelne Abgeordnete, die sich da geäußert haben. Und dann
jetzt bei der jetzigen Bundesregierung, da war gar nicht 2012 ein Vertreter der Bundesregierung dort, sondern von der grünen Oppositionspartei, Jürgen Trittin, und da hat Rainer Brüderle von der FDP es kritisiert. Und jetzt wird jemand von der FDP eingeladen, als ob die Bilderberger sich sagen würden, sie hätten die FDP zu sehr vernachlässigt, dass sie so kritisch geworden ist. Den Eindruck habe ich beinahe. Ja, ja, das kann durchaus sein. Wie gesagt, von Deutschland waren diese zwei Politiker dort. Aber wie gesagt, mit einem Foto bestätigen kann man das nicht, weil wir sehr, sehr in Abstand gehalten wurden dieses Mal. Ja? Und das ist wirklich ein Zufall, wenn man sie... Wir haben sie ja nur immer 3 Sekunden an uns vorbeifahren sehen, hinter verdunkelten Limousinen, Scheiben der Limousinen. Das ist ein reiner Zufall, dass vielleicht mal da ein Foto gelungen ist. Ja? Wir haben gerade noch eine Zuhörerfrage reinbekommen. Und zwar scheint es eine zweiteilige Frage zu sein. Findet über die Bilderberger, den Council on Foreign Relations, die Atlantikbrücke, den trilateralen und anderen einflussreichen Netzwerken eine Refeudalisierung statt? Und der zweite Teil der Frage, und werden wir dann irgendwann einen König in Anführungsstrichen Mammon haben? Ja, also einen König im herkömmlichen Sinn nicht. Was wir haben ist, und das ist ja das, was die Bilderberger anstreben, das ist einen Vorstand. Nicht? Also das heißt, das ist eine Gruppe, die das Ganze führen will. Nicht, also die Absicht der Bilderberger ist ja, eine Welt-AG zu machen, wo sie im Vorstand sind. Das heißt, das ist nicht eine einzelne Person, sondern das ist eine Gruppe, und die Mitglieder, die sind auch austauschbar. Nicht, so sieht das aus, was ihr Konzept ist. Und diese Welt-AG, die schwebt sozusagen über sämtliche Länder. Das tun ja die Großkonzerne ja eh schon heute, dass sie mit der Globalisierung sich ja an überhaupt keine Staatsgrenzen oder sowas sich mehr einschränken lassen und über dem Ganzen agieren, ja. Nur das Ziel ist, das in einer großen Welt-AG dann zu führen, sozusagen, ja. Also etwas formalisierter mit... Und mit mehr Durchsetzungsmöglichkeiten. Ja, ich meine, wir haben ja das ja mehr oder weniger schon, weil das war, glaube ich, 2011, da kam ja diese Studie heraus von der ETH in Zürich, wo sie ja die ganzen Verbindungen und das Netzwerk der Konzerne und wem was gehört, das haben sie ja mal in einem Diagramm dargestellt, oder? Das sogenannte Netzwerk der Konzernmacht. Und dann haben wir gesehen, dass im Endeffekt 50 Konzerne die ganze Welt beherrschen. Ja? Also durch die Verschachtelung und durch das gegenseitige im Vorstand sitzen und so weiter. Und das ist natürlich eh schon das, was sie erreichen wollen. Diese irrsinnige Konzentration der Macht über die Konzerne. Ja. Deswegen nehmen ja auch sehr viele Vorsitzende von Konzernen teil, ja. Ich meine, wenn man guckt, ob das jetzt der Chef von Amazon ist oder der Chef von Telekom Italia oder der Chef von Goldman Sachs oder HSBC oder von der AXA-Versicherung oder von der Zürich-Versicherung, das sind ja alles mächtige Konzernchefs, die miteinander verschachtelt sind. Wir haben noch eine Zuhörerfrage bekommen. Dieses Jahr gab es ja mehr Berichterstattung und auch durch Massenmedien zu Bilderberg. Wie ist die zu bewerten? Ja, die verstärkte Berichterstattung fand aber nur in England statt, weil das der Veranstaltungsort war.
aber die sonstigen Medien außerhalb Englands, also in Deutschland oder in anderen Ländern, die war ja praktisch null. Schweizerische und russische Medien, habe ich den Eindruck, scheinen dauerhaft am Thema dran zu sein. Ja, in der Schweiz wurde praktisch nur vom Schweizer Fernsehen berichtet, aber die Zeitungen haben nichts drüber geschrieben. Da ist nichts drin gestanden. Wo es damals in St. Moritz war, also hier in der Schweiz, dann haben die Medien schon darüber berichtet. Also es ist immer die Medien, die an dem Ort sind, wo es stattfindet, die tun dann verstärkt berichten. Aber sonst außerhalb nicht, ja. Nicht so viel, ja. Und wenn sie berichten, dann machen sie es eh lächerlich und verharmlosen das Ganze. Ja, es sind schon einige brisante Themen auf der Tagesordnung. Politiken der Europäischen Union, da kann man ziemlich alles unterbringen. Und da waren Tagesordnungspunkt wie Entitlements, Ansprüche, Jobs. Das hört sich ja auch nach ziemlich großen Eingriffen in die Wirtschaftspolitik an. Das sehen wir ja jetzt, was in Frankreich passiert. Heute hat der Hollande gesagt, dass die ganzen Rentenansprüche in Frankreich einfach nicht mehr bezahlbar sind und dass da gewaltige Einschnitte passieren müssen. Und das ist ein Thema, das überall in allen Ländern passieren wird. Ob in Amerika oder in England oder in Frankreich, in Deutschland, überall. Diese ganze Rentengeschichte, die wird massiv gekürzt. Und das haben wir ja schon in den Krisenländern gesehen, wie Griechenland und Spanien und Portugal, wo ja, ich meine, das wurde ja erheblich zusammengestrichen. Und das passt einfach in diese ganze Agenda der Verarmung der Menschen. Also einerseits Lohnkürzungen mit der Ausrede, man muss wettbewerbsfähig werden, ne? Das ist ja die Ausrede, die Sie sagen, man muss wettbewerbsfähig, und andererseits die Lohn-, also die Rentenansprüche, dass die auch gekürzt werden. Und da geht es ganz knallhart an das Einkommen der Arbeiter und Angestellten und an das Einkommen der Rentner. Weil das die Masse der Bevölkerung ist. Da kann man am meisten holen wahrscheinlich. Ja, natürlich, ja. Und weil das halt, sagen wir mal, ein Punkt ist, wo man massiv einsparen kann, in Anführungsstrichen, ja. Man darf ja nicht vergessen, dass ja diese ganzen Systeme, die sind ja nicht finanzierbar anhand von dem, was eingezahlt wird, sondern die werden ja massiv von Steuergeld subventioniert. Zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, muss aus Steuergeldern mindestens 30 Milliarden Euro von den Steuergeldern in die Rentenkasse eingezahlt werden, damit überhaupt das System funktioniert. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß von dem Mehrwertsteuer, von der Mehrwertsteuer ist, als sie von 15% auf 16% erhöht wurde, hat man gesagt, das war, Moment, war das von 15 auf 16? Auf jeden Fall gab es eine Mehrwertsteuererhöhung. Ich glaube, von 15 auf 16 hat man gesagt, das nimmt man für die Rente. Schon einige Jahre her. Ja, und von der Ökosteuer muss auch ein Teil für die Rente genommen werden. Aber die Sozialkosten in Deutschland ist der größte Posten im Staatsbudget. Ja? Und der frisst unheimlich alles auf, und das geht aber runter, nicht nur vom Bund, das geht auf die Länder bis runter zu den Gemeinden. Das ist ein Riesenballast, der da mitgeschleppt wird, weil man halt über die letzten 60 Jahre aus wahltaktischen Gründen Geschenke verteilt hat. Man hat allen möglichen Leuten Zeug versprochen, damit man gewählt wird. Und die Rechnung, die, aber niemand hat wollte darüber den Rechner rausholen und überhaupt sagen, können wir das überhaupt bezahlen, was wir da versprechen. Ja? Und das wurde ja nur mit Schulden finanziert. Ja? Und jetzt wollen sie das Ganze massiv zusammenstreichen, und das passiert halt. Und deswegen das Thema bei der Bilderberg-Konferenz halt Ansprüche, ne?
Soziale Ansprüche. Ich vermute, dass Sie das meinen. Ist vor allem, was ja da verschiedene Dinge gibt, mit denen man das derzeit macht. Wenn die Staaten Hilfskredit kriegen von einer der vier Stufen von dem sogenannten Euro-Rettungsschirm, haben sie besonders strenge Auflagen. Wenn sie zu hohes Defizit haben, kriegen sie sanktionsbewährte Auflagen, nur dass die da Empfehlungen heißen. Wenn sie Ungleichgewichte haben, eigentlich gar kein akutes Finanzproblem, kriegen sie auch Auflagen für die Wettbewerbsfähigkeit und für Privatisierung. Und obendrein kann die Kommission noch in die Haushaltsentwürfe eingreifen. Ich nehme an, dass das eines der Agenden ist, die man über all diese Mechanismen machen will. Und dass sowas auch bei Bilderberg besprochen wird, vermute ich. Ja, genau. Also nicht. Also es geht ja darum, eigentlich wollen sie uns ja, und das hört man ja immer mehr, dass es in die Richtung geht, dass es in Zukunft irgendwie nur noch eine private Rente gibt. Das heißt, das muss jeder für sich selber Vorsorge treffen. Vom Staat kann man nichts mehr erwarten. Also in die Richtung geht's. Da gibt's einmal diese Sache mit dem Defizitverfahren, Stabilitäts- und Wachstumspakt. Da macht man finanzielle Anreize, dass die Staaten da schrittweise hingehen. Und wenn die Staaten pleite gehen, Staateninsolvenzverfahren, da kommt die Sozialversicherung mit in die Staateninsolvenzmasse, was nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass man nicht nur die Ersparnisse von Bund, Ländern und Gemeinden, sondern auch der staatlichen Sozialversicherung hineinlegt. Wenn man die nicht mehr hat, muss man privat neu anfangen. Das ist das, was mir jetzt bekannt ist. Vielleicht gibt es noch weitere Initiativen. Was wir hier natürlich auch ein Problem haben, ist ja die demografische Komponente. Das heißt, immer weniger oder junge Menschen, die in den Arbeitsprozess kommen, müssen immer mehr Rentner tragen. Ich meine, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Das heißt also, wir haben da eine umgekehrte Pyramide. Ne? Und wenn wir das ausgleichen wollen, muss man mehr bei den Reichen per Steuern abkassieren. Und die wehren sich wahrscheinlich über Netzwerke wie Bilderberg, dass sie entgegengesetzt Einfluss ausüben. Zum Beispiel. Nur auch da, ich meine, wenn man sämtliche Reiche enteignen würde, dann oder alles ihnen wegnehmen würde, das würde auch nur für kurzfristig langen. Und was macht man danach? Ja, ich meine, der Diebstahl, der funktioniert ja nur einmal. Das stimmt. Ich meine, das andere große Thema ist ja Big Data, was Sie geschrieben haben. Und da haben wir natürlich den aktuellen Fall mit dem Prism-Spionagesystem. Dass also die NSA sämtliche Telefongespräche, den ganzen Internetverkehr in gigantischen Computersystemen speichern. Und das war auch ein Thema bei Bilderberg und wurde durch den Snowden, durch den Whistleblower jetzt bekannt. Ja? Ist Big Data also etwas, was es schon gibt, existierende Abhörgeschichten, oder ist es etwas, was Sie planen? Nein, ich meine, wie wir jetzt erfahren haben, werden ja unsere Daten schon seit, ich weiß nicht wie lange, gespeichert. So, seitdem es Computer gibt, kann man fast sagen. Ich habe selber schon Anrufe bekommen, wo ich mich gefragt habe, warum ruft der gerade, der und der Mensch jetzt an, versucht mich auszufragen, wo ich vorher gerade mit dem und dem telefoniert habe, ob die Vorratsdatenspeicherung da greifen würde. Ja, in Deutschland scheint da sehr viel mit gearbeitet zu werden, mit Vorratsdaten, also dass sie zumindest speichern, wer mit wem gesprochen hat, wenn auch nicht. Ja, und in der Schweiz wollen sie ja den Zwang der Vorratsdatenspeicherung von den ganzen Telekom-Firmen von 6 Monate auf 12 Monate erweitern, was natürlich erhebliche Kosten bedeutet, die natürlich dann auf die User abgewälzt werden. Ne? Sehr klar. Als ich das gelesen habe, dieser Tagesordnungspunkt Big Data, die Rede von David Icke auf der Bilderberg-Konferenz, er hatte gesagt, dass es die Überlegung gäbe, Menschen eine Tätowierung mit persönlichen Daten zu verpassen, so praktisch wie Daten, die sonst auf dem Personalausweis gespeichert sind, sowas wie ein Strichcode, und dass das nur eine Stufe wäre. Das ist ja nicht als Datenspeicher, sondern das ist nur die Identifizierung, damit man dann auf die Daten kommt, oder? Okay, ja. Hältst du das für realistisch? Ich habe, also außer dem, was er sagt, habe ich da und außer Diskussionen in amerikanischen Talkshows, wo Alex Jones mal drauf verwiesen hat, ist mir sowas bisher noch nicht, hab dich da
noch nicht viel mitbekommen, dass das real wäre, so eine Debatte. Ja, ich meine, im Prinzip hat man es ja schon indirekt durch die ganzen Karten, die man hat, die ja auch aus einer Distanz aus dem Portemonnaie rausgelesen werden können, oder? Mhm. Und auch diese Krankenkassenkarte, die ist ja auch sowas Ähnliches. Und der Schritt dann zu einer, dass man zum Beispiel die Sozialversicherungsnummer, die ja jeder hat, dass man die dann irgendwie auf einen Chip tut oder so, oder tätowiert oder was immer, der ist ja nicht weit, denn bei den Tieren macht man es ja schon. Ich meine, für mich ist ganz klar, dass als vor ein paar Jahren diese Hysterie war mit den sogenannten Kampfhunden, ja, und wo man dann gesagt hat, die Lösung wegen der Kampfhunde, die so böse sind und auf Kinder sich stürzen, wäre die Verchippung der Hunde, ja. Das war für mich ganz klar die Vorbereitung des Computersystems für eine generelle Verchippung. Denn gespeichert wird ja der Hundehalter, nicht der Hund. Und es ist ja keine Schwierigkeit, diese Datenbank der Hundehalter mit dem Chip im Hund, dass das dann einfach nur ausgebaut wird auf alle. Ich meine, das ist ja nur eine Kapazitätsfrage. Dann tue ich halt mehr Datenspeicher dran und dann habe ich aber vom Grundsystem her das Gleiche. Und das Interessante ist, sobald diese Verchippung bei den Hunden Gesetz wurde, gab es plötzlich keine Hundebisse mehr. Ich meine, also wie wenn es da einen Zusammenhang gäbe. Das Ganze war einfach durch die Medien voll gehypt. Und die Systeme sind alle vorhanden, die gibt es ja. Genauso wie ja alle Kühe verchippt sind, die Bauern haben und überhaupt alle Tiere. Ja. Wie schätzt du das ein? Bei Bilderberg haben sie auch wieder beim Mittleren Osten gesprochen. Es waren aber diesmal nicht so sensible Vertreter da wie 2012. Es war Niall Ferguson da zum Beispiel, der empfohlen hatte, den Iran anzugreifen in 2012. So sensible Vertreter schienen diesmal nicht da gewesen zu sein. Ist da ein Stück weit Entspannung? Nee, da war doch, es war jemand dabei von einem Think Tank, jetzt muss ich den suchen, von einem Think Tank, der darauf spezialisiert ist und da einen Kriegshetze gegen Iran macht. Ich muss jetzt mal schnell den Namen suchen. Da war jemand dabei, von einem Think Tank in Washington, die dauernd Werbung machen für einen Krieg gegen den Iran. Das heißt, man hat vielleicht ein paar Gesichter ausgetauscht, die besonders auffällig geworden sind, aber es ist nicht unbedingt so, dass Bilderberg dadurch jetzt unbedingt eine friedlichere Grundhaltung bekommt. Also das war der Emmanuel Ottolenghi. Der Emmanuel Ottolenghi, Senior Fellow Foundation for Defense of Democracies, oder? Ich meine, da muss ich immer lachen, welche Namen diese Denkfabriken haben, weil sie sind natürlich genau das Gegenteil von dem, was sie sich für Namen geben, oder? Also der ist ja spezialisiert auf Iran und der war ja dort. Den kannte ich noch nicht. Ja. Und da habe ich auch drüber geschrieben, dass der Grund, wenn er dort war und diese Denkfabrik dauernd Hetze macht für einen Irankrieg, dann bedeutet das etwas, seine Teilnahme. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, diesmal waren zwei andere türkische Zeitungen dabei. Ja, es waren diesmal sehr viele Türken dabei. Ja. Milliyet, die eher sozialdemokratische Zeitung, war dabei. Ja, ich meine, das sehen wir ja auch jetzt mit diesem ganzen Aufstand dort. Also irgendwas läuft da, ja. Nicht? Und ich bin ja sogar der Meinung, dass es zu einem Bürgerkrieg in der Türkei kommt.
Aber der Auslöser ist ja kleiner als Stuttgart 21. Ja, aber das ist ja nur das, was wir mitkriegen. Es war ja schon latent sehr lange Zeit eine Unzufriedenheit da. Das ist eben nicht so, dass unsere Wahrnehmung aus der Ferne das spiegelt, wie es dort im Land ist. Ja. Und das war ja nur sozusagen der Zündfunke. Und speziell, weil die Polizei so massiv vorgegangen ist, hat es diese ganze Unzufriedenheit mit diesem Erdogan ist ausgebrochen, ja. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass die sogenannten sozialen Medien heutzutage einen riesen Einfluss haben. Das heißt, dieses Werkzeug, dass man sich gegenseitig informieren kann, neben den Medien, die ja in der Türkei unheimlich still waren über die Proteste, das hat natürlich eine Riesenwirkung, dass die Menschen jetzt wissen, was läuft und an den Massenmedien vorbei sich informieren können. Und deswegen hat ja auch der Erdogan gesagt, Twitter ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Und der Vizepräsident von der AKP hat gesagt, dass eine Twitter-Nachricht heute gefährlicher ist als eine Bombe. Und deswegen muss man dort neue Gesetze machen. Also es sieht so aus, wie wenn als Konsequenz in der Türkei die ganzen sozialen Medien eingeschränkt werden. Also das habe ich heute aus den türkischen Medien auch rausgelesen. Ja. Es war für mich schon erstaunlich. Ja, man hat andere türkische Medien diesmal bei Bilderberg eingeladen, scheinbar etwas weiter links als sonst. Sonst hätte man vielleicht eher Hürriyet eingeladen, das große konservative Blatt. Und als ob man schon geahnt hätte, dass in der Türkei sich Machtverhältnisse verschieben und man deshalb vorsichtshalber schon mal mit denen, die demnächst drankommen könnten, gesprochen hat. Ja, genau. Die muss man alle ins Boot holen. Genauso wie sie ja die Parteien alle ins Boot holen. Ja. Und sie dann nach einer Teilnahme auffällig ruhig werden. Nicht? Ja, ich meine, dann gehören sie zum Team und dann werden sie ruhig gestellt. Ganz klar. Ja. Das andere Thema ist natürlich, sagen wir mal, Afrika, die Herausforderung. Also ich habe ja anhand von meinen Kontakten wurden ja meiner Meinung nach oder die da mit mir mitrecherchieren, wurden ja die Aufgaben verteilt. Und das hat man ja auch jetzt mit Obama gesehen. Der Obama, wenn man es genau nimmt, interessiert sich für Europa überhaupt nicht mehr. Ich meine, der hat ja jetzt auch in Berlin überhaupt nichts Wichtiges gesagt. Er war ja auch lange nicht hier. Der Fokus Amerikas ist ganz klar pazifischer Raum mit China. Und das hat auch der Kissinger gesagt. Die interessiert der ganze pazifische Raum einschließlich China. Das ist ihr Interessensfeld und ihre Priorität. Und Europa soll sich mehr um Afrika kümmern. Das ist denn ihre Aufgabe, die sie zugeteilt bekommen haben, wobei Deutschland den Auftrag gekriegt hat, sich um Osteuropa und Russland zu kümmern. Das sind so die Aufgaben, die verteilt wurden. Worauf kann man das beziehen? Sind das Verlautbarungen von G8-Gipfel? Ist das? Das sind keine. In Bilderberg steht das nicht. Das sind keine Verlautbarungen, sondern das sind gewisse Hinweise, wo man dann, in Englisch sagt man to connect the dots, oder? Das heißt, man hat da eine kleine Aussage, dort eine kleine Aussage und dann verbindet man das und kommt dann zu diesen Schlüssen, ja?
Nicht? Man muss ja, man muss das ja so sehen, das ist wie in einem Konzern, wo bei einer Sitzung gesagt wird, also du kümmerst dich um den Markt in Afrika und du kümmerst dich um den Markt in Europa. Nicht? Also da werden ja auch diese Märkte verteilt, die Aufgaben. Und genauso läuft es auch bei Bilderberg, dass man die Aufgaben verteilt. Wie können wir denn am besten weitermachen bezüglich Bilderberg? Ich denke, da muss mal wesentlich mehr Licht rein, dass wirklich mal ja bekannt wird, was genau da besprochen worden ist. Ja, was in der Vergangenheit besprochen wurde, das sickert ja immer wieder raus. Nur das ist leider zeitversetzt, dann immer 20 Jahre später. Ne? Also anhand von Dokumenten, die Teilnehmer mitgenommen haben und dann irgendwann einmal, wenn die Person stirbt und sein Schreibtisch durchsucht wird, dann kommen diese Unterlagen zutage. Und so haben wir ja auch dann erfahren, nicht, also welche enge Verbindung es zum Beispiel zwischen Bilderberg und NATO gibt. Also die ist ganz eng. Ja. Eigentlich ist ja Bilderberg so eine Art, also die NATO, das ist auch ein Kind der Bilderberger, wenn man so will. Oder dass zum Beispiel die EU und der Euro beschlossen wurde damals in den 50er Jahren. Das sind so Sachen, die erfährt man dann immer 20, 30 Jahre später, ne, wenn diese Dokumente auftauchen. Was sie heute besprechen, das ist sehr schwierig zu erfahren. Ja. Kein Protokoll. Ich meine, zum Beispiel 2004, wo das Treffen in Stresa war, da konnten einige von uns sogar in das Hotel reingehen, nachdem sie abgereist waren, und da lagen noch die ganzen Tagungsordnungspunkte auf den Schreibtischen in den Konferenzräumen, bevor die Saubermacher gekommen sind und alles vernichtet haben. Nicht? Aber diese Möglichkeiten, die gibt es nicht mehr. Da sind die ganz vorsichtig, ne? Ja, und, ich habe mir bei der Bilderberg Fringe Konferenz habe ich mit dem Matthew Faithfull, einem Politiker von UKIP, gesprochen, und seine Strategie wäre, jemanden zu gewinnen, der bei Bilderberg war und sagt, nein, Bilderberg ist zu kontrovers, ich gehe da nicht mehr hin. Und das dann andere auch sagen, das ist zu kontrovers, ich gehe da nicht mehr hin. Ja, gut, aber das wäre dann sein Karrieretod. Ganz klar. Und es würde wahrscheinlich noch nicht reichen für Transparenz. Wichtig wäre, dass jemand der Öffentlichkeit gegenüber berichten würde. Sie verpflichten sich ja zum Schweigen. Das müsste also schon etwa eine Rechtsgrundlage wahrscheinlich geben, die stärker ist als die Schweigeverpflichtung bei Bilderberg. Ja. Leute sich darauf berufen könnten. Ich habe ja auch schon mit Bilderberg-Teilnehmern gesprochen, oder? Zum Beispiel mit dem Blocher, mit dem ehemaligen Parteipräsident der SVP in der Schweiz. Ja. Und andere haben auch mit anderen Teilnehmern gesprochen und wir haben alle gemerkt, dass die unheimlich Angst haben. Die haben so eine Schissangst, diese ganzen Teilnehmer. Denn sie wissen ganz genau, was für Macht da ist. Ja? Und die Margaret Thatcher hat ja damals selber gesagt, dass die Bilderberger sie gestürzt haben. Ja? Und das ist etwas, die können ja genauso wie sie jemand machen, können sie auch jemand demontieren. Ja? Und das wissen die. Hm. Nicht? Ich meine, ich glaube, ein klassischer Fall ist der Strauss-Kahn, denn also IWF-Chef, weil dass der Strauss-Kahn jede Frau gevögelt hat, die in seine Nähe kam, das wusste man ja schon seit 10 Jahren. Ich meine, wo er am WEF teilgenommen hat, hat er dort auch eine
eine Zimmerfrau vom Hotel vergewaltigt und das wurde unter den Tisch gewischt. Und offensichtlich hat er irgendwas gemacht, das ihnen nicht gepasst hat und dann lief dieser Skandal in New York. Ja, aber das ist ja nichts Neues, das wussten alle. Ja. Ich meine, Strauss-Kahn, der wollte den IWF menschlicher machen. Das heißt natürlich weniger Geld aus den Schuldnerstaaten rausholen. Er hat mit Gaddafi gesprochen, das hat manchen nicht gepasst und er hat die Diskussion vorangetrieben, eine Weltwährung zu machen, basierend auf der Verrechnungseinheit Sonderziehungsrechte, also nicht unbedingt abhängig vom Dollar. Ja. Das waren alles Dinge, wo er sich nicht nur Freunde gemacht hat. Ja, und dann noch Sachen, die wir gar nicht wissen, ja. Die Frage ist nur, hat das was mit Bilderberg zu tun? Unbedingt, der war ja nicht... Ja, natürlich, zum Beispiel den ehemaligen Postchef, wie hieß der? Zumwinkel, der war mal bei Bilderberg. Der Zumwinkel, der war mindestens 10-mal dabei. Der war Dauergast bei Bilderberg und dann hat er sich geweigert, die Postbank an die Deutsche Bank zu verkaufen. Und das war sein Todesstoß. Und dann haben sie ihm diese Steuerhinterziehungsgeschichte angehängt, oder? Was werden sie nicht alle das machen? Und das Ganze wurde noch medienwirksam so gemacht, dass um 6 Uhr früh, wo die Steuerfahndung bei ihm reingefahren ist, waren Kamerateams dabei, um das auch noch schön medial breit zu treten. Ja? Ich meine, das ist doch alles inszeniert. Ja? Das kann ich mir vorstellen. Heute gehört die Postbank trotzdem zur Deutschen Bank. Ja, natürlich, weil wo er dann weg war, dann haben sie natürlich ist der Widerstand weg gewesen. Und so passiert es immer. Das war ja auch, das passiert mit allen, die nicht spuren. Ja? Und das ist diese Angst, die sie haben. Ja? Unter anderem. Das. Ja, es sind eine ganze Menge Leute, die später Karriere gemacht haben bei Bilderberg gewesen und eine ganze und auch Leute, die da nicht angekommen sind. Die haben einfach nicht mehr so viel Karriere gemacht. Ich meine, ich gebe euch das Beispiel. Moment, das suche ich schnell raus, wo das Treffen in Baden-Baden stattfand. Ja. Wann war denn das? 91 oder so? Könnte sein. Da wurde ein unbekannter Gouverneur eines unwichtigen Bundesstaates von einem der einflussreichsten Politiker eingeführt und den Bilderbergern vorgestellt. Bill Clinton? Und sein Name war Bill Clinton. Und 2 Jahre später war er Präsident der Vereinigten Staaten. Ja. Und die Sache ist dann so, was ja oft passiert, ist, dass diese Leute wohl gerne hochgejubelt und hochgepusht werden, aber manchmal dann, wenn sie in ihrer Position sind, vergessen, wer sie überhaupt an die Macht gebracht hat, oder? Und dann fangen die an, überheblich zu werden. Und das war beim Bill Clinton auch so. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben mit ihm die Monika Lewinsky-Geschichte gemacht, oder? Wo ihn ja fast den Kopf gekostet hat. Ich meine, der war ja kurz vor Amtsenthebungsverfahren. Ja, also irgendwo hat er einen Fehler gemacht und nicht gespurt. Dann haben sie ihm die zur Seite gelegt und die haben ihn, diese Frau hat ihn reingelegt. Das war eine Agentin des Mossad. Ja. Und wahrscheinlich hat er irgendwas mit Israel nicht gemacht, was weiß ich. Oder? Und diese Erpressungen gingen ja weiter von seitens des Finanzsystems. Das war ja dann so, dass der Alan Greenspan, der wurde ja extra von der Wall Street abkommandiert als Chef. Entschuldigung. Hörst du mich noch? Ja, gerade was zu hören ist, ging dann so, dass der und dann kam ein Brummen.
Ja, also dass der Greenspan, der Alan Greenspan, wurde ja von der Wall Street abkommandiert als Chef der Fed und mit 100 Millionen Dollar ausgestattet, um die ganzen Senatoren und Abgeordneten im Parlament zu überzeugen, dass sie den Glass-Steagall Act aufheben sollen. Das ist das mit Trennung von Investment. Banken, die mehr spekulieren und Banken, die Krediten vergeben? Genau. Der Glass-Steagall Act wurde 1933 eingeführt als Konsequenz aus der Weltwirtschaftskrise und dem Bankencrash. Und man hat mit diesem Gesetz die Investmentbanken von den Retailbanken getrennt, also das klassische Kundengeschäft von dem Investitionsgeschäft, oder? Und das hat natürlich der Wall Street überhaupt nicht gepasst. Das haben sie ständig bekämpft. Und sie wollten unbedingt diese Liberalisierung durchbringen. Und der Greenspan hatte den Auftrag, das zu machen. Und das hat er auch erreicht. Denn 1999 hat der Bill Clinton das Gesetz aufgehoben mit seiner Unterschrift. Und was passierte danach? Dann ging ja das ganze Casino-Spiel los. Weil dann hatten die Zugriff auf die ganzen Gelder der Kunden und konnten damit zocken gehen. Und daraus entstand dann als erstes die sogenannte IT-Blase, ja, 2000, 2001, oder? Und dann später die Hypothekenblase und all diese Sachen. Also die eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist Bill Clinton schuld an unserer ganzen Finanzkrise, weil er ja den Glass-Steagall Act aufgehoben hat. Das könnte, das klingt logisch. Ja. Ich frage mich nur, gab es nicht vorher vielleicht zu wenig Wettbewerb bei den Investmentbanken? Es gab doch gar nicht so viele. Doch, es gab früher viel mehr Investmentbanken als heute. Also bevor dieses Gesetz aufgehoben wurde, gab es auch bei den Investmentbanken hinreichenden Wettbewerb. Das war auch nicht notwendig, um in dem Sektor einen Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Ja, außerdem hat ja diese Zusammenschluss dieser beiden Bankensektoren nichts mit Wettbewerb zu tun. Ja? Das heißt, es hat Fusionen sogar noch mehr gefördert. Ja, natürlich. Das und was ja noch dazu kam, bis zur Aufhebung dieses Gesetzes waren ja alle Investmentbanken, hatten persönlich haftende Gesellschafter. Also zum Beispiel bei Goldman Sachs und bei diesen ganzen Banken gab es ja persönlich haftende Gesellschafter. Das heißt, wenn die irgendeinen Fehler gemacht haben, dann haben sie den Preis bezahlt. Und dann ging es los mit der sogenannten Public. Das heißt, sie wurden dann Aktiengesellschaften anonym mit einem Management, wo für irgendwelche Fehler überhaupt nicht gerade stehen muss. Im Gegenteil, die kriegen noch einen goldenen Fallschirm. Ja? Und das wurde ja alles geändert. Und deswegen haben die diese ganzen Risiken gefahren. Ich meine, vorher, wo sie persönlich haften mussten, ja, da haben die ja nie das gemacht. Aber wo das Ganze umgewandelt wurde in Public Companies, dann war das völlig anonym und niemand haftet. Und es ist ja so, ich meine, wer ist denn irgendwo mal strafrelevant angeklagt worden? Niemand. Ja, niemand. Die können machen, was sie wollen. Ja, ich denke, um solche Netzwerke sichtbar zu machen und ich denke, es ist einfach wichtig, dass es viel mehr Interviewanfragen gibt gegenüber allen Leuten, die da gewesen sind. Ja, ich meine, was ich natürlich, auf was ich mich konzentrieren werde, ist jetzt mehr auf das Vorbereitungstreffen. Also auf das Treffen des Steering Committees, was immer 6 Monate vorher ist und letztes Mal in Rom war. Ich habe ja damals einen Artikel geschrieben über das Treffen des Steering Committees in Rom, das völlig unbekannt und völlig inkognito abläuft. Das wird auch nie bekannt gegeben, das ist reiner Zufall, wenn man das irgendwie mitkriegt. Aber das sind natürlich die interessanten Sachen, denn da geht noch keiner hin. Und deshalb fühlen die sich sicher und zeigen sich. Ja?
Weil mittlerweile ist das normale Bilderberg-Treffen, das ist ja wie Fort Knox, also da kommst du gar nicht mehr ran. Du kannst ja nur blöd davor stehen und protestieren, aber mehr kannst du ja nicht machen. Ist schon erstaunlich manchmal, welche Leute im Steering Committee sind. Da denke ich manchmal, das scheint, hätte ich nicht angenommen, dass das die mächtigsten Konzerne sind. Naja, AXA Versicherung und der Henry de Castries, das ist schon ein Schwergewicht. So. Okay, weltgrößte Versicherung heutzutage, das stimmt. Ja, und der Vasella mit der Novartis ist ja auch einer der größten Pharmakonzerne. Und so weiter. Ich meine, die haben ja von jeder kriminellen Organisation da jemand drinnen, ja. Was ich noch sagen wollte, was wir auch in London erfahren haben, ist, dass in jedem Land, wo Bilderberg stattfindet, gibt es einen Verein. Das heißt, das ganze Treffen wird über einen Verein abgewickelt. Also gemeinnütziger Verein, der dafür Spenden sammelt, damit auch genug Geld zusammen. So ist es. Genau so ist es. Und das ist jetzt die Frage zum Beispiel in England, ob das überhaupt eine Wohltätigkeit ist. Ja. Ich hatte mal gedacht, das wäre ein holländischer Verein, hatte ich angenommen. Das war mal so. Das war aber schon lange nicht mehr so, denn durch den Lockheed-Skandal, in dem der Prinz Bernhard involviert war, wurde diese Geschichte aufgehoben und es wurde dann dezentralisiert. Zum Beispiel in Amerika, das habe ich ja letztes Jahr darüber berichtet, gibt es ja die Friends of Bilderberg, American Friends of Bilderberg, das ist eine Stiftung. Und ich habe ja die ganzen Finanzdokumente, die ganze Steuererklärung von denen habe ich ja veröffentlicht. Und da hat man ja gesehen, erstens mal, wer in dem Vorstand von diesem Verein ist, wo sie sitzen, wer alles gespendet hat, was das Treffen gekostet hat. Das sieht man dann alles, weil sie das über diesen Verein abwickeln. Und das bedeutet aber, dass in jedem Land, wo Bilderberg stattgefunden hat, so ein Verein gibt. Und da müssten die Leute in jedem dieser Länder mal dem nachgehen. Ja? Wer nicht zum Beispiel der Kenneth Clark, der hat sogar im Parlament nach Bilderberg zugegeben, dass er im Vorstand von diesem Wohltätigkeitsverein ist in England. Er hat das zugegeben im Parlament auf Anfrage von dem Meacher? Vom Meacher, ja. Das ist hochinteressant. Bei der Bilderberg 5-Konferenz hat Meacher erzählt, dass er diese Anfrage gestellt hat. Das heißt, da ist ja ein richtiges Ergebnis bei rausgekommen. Ja, der Kenneth Clark hat zugegeben, er wäre im Vorstand des Vereins und über den wird das ganze Treffen abgewickelt. Ja. Mittlerweile wissen wir auch, was die Sicherheit gekostet hat, jedenfalls offiziell. Mhm. Der Polizeieinsatz in Watford hat 1,3 Millionen Pfund gekostet. Das heißt, der Veranstalter musste die Polizei auch selber bezahlen? Nee. Beziehungsweise die Spender? Das läuft auf Steuergeld. Okay. Sie haben nur gesagt, dass die Bilderberger eine kleine, wie soll ich sagen, Erstattung machen. Vielleicht ein paar hunderttausend Pfund. Aber sicher nicht die echten Kosten 1:1 erstatten. Hm. Und es ist nämlich so, ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich die Königin Beatrix dort teilnimmt. Außer, dass ihr Vater ja einer der Gründer ist von Bilderberg. Und dann gibt für mich mindestens zwei wichtige Gründe, warum sie dabei ist. Erstens einmal, weil ihr Shell gehört, Royal Dutch Shell. Ich meine, das ist ja einer von den größten Ölkonzernen überhaupt, oder? Und zweitens, weil in der Hierarchie der Sicherheitsmaßnahmen in jedem Land immer die Königs oder überhaupt sogenannten Blaublüter an erster Stelle stehen, von der Sicherheit. Also eine Königin ist zum Beispiel von der Sicherheitsmaßnahmen her höher bewertet als ein Präsident eines Landes.
oder eines Kanzlers oder eines Premierministers. Und wenn sie natürlich teilnimmt, dann können die Bilderberger die ganzen Sicherheitsmaßnahmen rechtfertigen. Deswegen ist sie dort. Ich meine, wenn Bilderberg nur aus Konzernchefs bestehen würde, dann könnten sie ja das gar nicht rechtfertigen. Aber alleine, dass sie teilnimmt, müssen sie ein riesiges Sicherheitsapparat hochfahren auf Kosten der Steuerzahler, weil das ein sozusagen ein internationales Gesetz ist. Und das sind natürlich dann so Sachen, die man aus den, wenn man die Gesetze und die Sicherheitsmaßnahmen und das alles studiert, dann kann man das alles verbinden und kommt auf diese Schlüsse. Ja. Ja. Und so können Sie rechtfertigen, dass, was weiß ich, 400 Beamte dort sind, 24 Stunden am Tag, alles abgesperrt ist, Hubschrauber rumfliegen, Motorboote rumfahren und ich weiß nicht was alles. Das können Sie dann mit dieser Teilnahme von einer Königin begründen. Interessant ist auch, es wird behauptet, wenn man Aufzeichnungen sehen will, dann behauptet die EU-Kommission, das seien private Treffen. Ein Journalist hat mal nachgefragt bezüglich Teilnahme unter anderem von Nelly Kroes bei Bilderberg-Konferenzen unter Ask the EU. Und da hat die Kommission gesagt, nein, wir haben keine Aufzeichnung. Frau Kroes war nicht im Auftrag zur Kommission, sondern privat dort. Und über andere EU-Kommissar wurde auch bestätigt, wie Joaquin Almunia und Karel de Gucht, dass die schon mal da waren, mehrmals. Es scheint aber auch Leute zu geben, die aber gerne, die Frage ist, steht zumindest im Raum, was machen die Leute mit ihren Reisekosten? Wenn es ein privates Treffen ist, reisen die trotzdem aus Staatskosten? Ja, ja, weil erstens einmal ist das ein totaler Widerspruch, denn auf ihrer offiziellen Teilnehmerliste stehen ja die Namen und neben den Namen immer, in welcher Funktion sie dort sind. Also zum Beispiel der Barroso hat ja diesmal auch teilgenommen und er steht in der Liste als President European Commission. Also er ist ja nicht als Privatmann dorthin, sondern er ist als Präsident der Europäischen Kommission dorthin. Und so ist es mit allen Leuten. Die sind ja, es steht ja immer, in welcher Funktion sie dort sind. Deswegen ist es ja eine Lüge, wenn sie sagen, ja, das ist ja Privatperson. Ja, dann dürfte ja gar nicht stehen, als was er dort ist. Ja? Fertig, oder? Stimmt. Und wir wissen ja auch, dass Politiker zugegeben haben, ich kenne einen Fall, aber ich weiß jetzt den Namen nicht. Ich glaube, es war ein österreichischer Teilnehmer oder sogar ein deutscher Teilnehmer, der gesagt hat, ja, ich bin auf Kosten des Staates dahin gereist. Ja. Der UKIP-Politiker Matthew Faithfull, der hat empfohlen, das mal zu durchleuchten, welche Leute auf Staatskosten dahin reisen, um dann sagen zu können, also entweder ist es immer auf Staatskosten und dann ist es offiziell oder es ist nicht offiziell. Und es gibt wohl in Großbritannien auch Gesetze darüber, wenn man sich mit Lobbyisten trifft und man ist eben gewählter Abgeordneter, dass man das zumindest im öffentlichen Register angeben muss. Ja, egal, ob man jetzt die Reisekosten absetzen kann. Das ist in den meisten Ländern so, dass man das angeben muss, ja. Nur, wenn zum Beispiel der Bundeskanzler Österreichs, der ist ja nach Washington gegangen zu Bilderberg. Ich meine, der ist ja sicher nicht als Privatmann in einer normalen Linienmaschine dahin oder irgendwie, ja. Nicht? Also, das lief sicher über den Staat ab, diese Reise, ja. Und so weiter. Und ich habe ja auch zum Beispiel den Jet von Alcoa fotografiert. Das heißt also, die Konzernchefs fliegen mit ihren Konzernjets, mit den Firmenjets fliegen die an. Also die Firma zahlt das.
Das heißt, im Endeffekt müssten die Aktionäre fragen, wieso nimmst du da teil auf unsere Kosten? Ja. Mhm. Gut, aber das ist die Sache der Aktionäre. Aber wenn es um öffentliche Ämter geht, dann haben wir schon das Recht zu fragen, was habt ihr da zu suchen? Und deswegen habe ich ja auch ziemlich Wind gemacht mit dem Thomas Jordan als Chef der Nationalbank. Und ich kann euch jetzt sagen, dass ich bin dran und es sieht aus, wie wenn wir da eine parlamentarische Anfrage durchkriegen im Schweizer Nationalrat, wo offiziell gefragt wird, was macht er dort und so weiter. Also, dass das Parlament wissen will, wieso war der dort, was wurde besprochen, etc. Ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen dann publik wird. Da werden wir bestimmt bei Alles Scholl und Rauch was drüber lesen können, wenn es spruchreif ist. Ja, sicher, ja. Ja. Nicht, also ich kann natürlich nur das machen, wo ich hier in der Schweiz Zugriff habe auf die Politiker, mit denen ich halt Kontakt habe, die in gewissem Sinne auf unserer Seite sind und die solche Anfragen dann stellen. Hm. Ja, und eigentlich müsste das in jedem Land irgendjemand halt machen. Nicht? Okay. Genauso wie man herausfinden sollte, wer eigentlich diesen Verein führt. Ich meine, es muss in Deutschland einen Bilderberg-Verein geben. Das ist eine gute Frage. Vereinsregister gibt es beim Amtsgericht. Ich bin mir jetzt nur nicht bewusst, ob das jeder öffentlich einsehen kann, wie ein Handelsregister. Ja, aber nicht. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob es einen für die ganze Bundesrepublik gibt oder musste da alle Städte abklappern, ja? Alle Städte, die ein Amtsgericht haben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so zentral irgendwo zu finden ist. Ja, ich meine, das wäre auch sowas, was man herausfinden könnte. Ja. Und so, also und dann könnte man, aha, das sind die Vorstandsmitglieder, das sind ihre Statuten und so weiter. Und dann könnte man ja nachfragen, ja, ist das überhaupt ein, erfüllen die überhaupt einen wohltätigen Zweck? Ich meine, was hat denn der Bilderberg-Konferenz? Weil die Öffentlichkeit hat doch daraus keinen Vorteil, im Gegenteil. Wir werden doch alle über den Tisch gezogen. Ja. Nicht? Okay. Nicht? Und so weiter. Also das sind die Sachen. Und ich bin sicher, ich finde das noch interessant, dass kaum waren 2 Tage vergangen nach Bilderberg, dann kam diese Geschichte mit den Chemiewaffen in Syrien. Ja, also was für ein Zufall. Ja, und zufällig war, Moment, was der Chefredakteur, Erik Israelewitz, kleinen Moment, der war eigentlich eher ein Wirtschaftsredakteur, Geschäftsführer von Le Monde, der war 2012 da, bei Bilderberg. Mhm. Und ausgerechnet Le Monde, weil das jetzt gefunden haben und die Sarinfunde zugeordnet haben der syrischen Regierung. Siehe Taz-Artikel vom, Moment, 6. Juni 2013 mit dem Namen Reporter finden Belege für Giftgaseinsatz. Ja, was für ein Zufall, oder? interessant ist, bei beiden Bilderberg-Konferenzen war eine Frau, Basma Kotmani, 2012 war sie für den syrischen Nationalrat, wenn ich es richtig verstehe, als eine Außensprecherin, syrischer Nationalrat, da geführt, komischerweise nicht als syrische, bei Bilderberg, was vielleicht ist das auch ein Versehen, sondern als internationale Organisation, vielleicht weil syrischer Nationalrat Büros in verschiedenen Ländern hat, Vertreter in verschiedenen Ländern, und 2008 war sie, die ja eine Syrerin ist, aber in Frankreich lebt. Kleinen Moment. 2008 war sie als Direktorin der arabischen Reforminitiative, was eine Art Netzwerk von verschiedenen arabischen Thinktanks zu sein scheint. Weißt du, was das mir sagt?
dass die Bilderberger die ganze Syrien-Geschichte schon 2008 voll geplant haben. Das sagt mir das. Das könnte sein. Was mir aber auffällt, ich habe mir durchgelesen, die Frau Kotmani hat sich nicht unbedingt für eine, einen gewaltsamen Umsturz ausgesprochen, auch wenn sie mit Sicherheit eher auf der Seite der Opposition ist, sonst wäre sie jetzt nicht beim syrischen Nationalrat, scheint aber nicht eine der Scharfmacherinnen zu sein. Aber warum ist sie dann bei Bilderberg gewesen? Ja, aber was heißt Scharfmacherin? Das spielt ja keine Rolle, ja. Das, nicht? Das ist ja nur eine Show. Das ist ja klar, dass sie mehr dann als Gesicht fungiert und so, ja. Und dann mehr ein ausgleichendes Auftreten hat. Was immer, ja. Ich meine, das ist ja oft so, ne, dass oben der einen auf Frieden macht und unten die Leute einen auf Krieg machen. Ich meine, das ist ja oft so. Das macht ja unser Friedensengel Obama ja auch dauernd. Wir hatten übrigens auch die Idee gehabt, jemanden zu interviewen von Le Monde, den Herrn Israelewitz. Leider ist er 2012 an einem Schwächeanfall gestorben. Man vermutet, dass es ein Herzinfarkt gewesen sei, hab ich im Internet gelesen. Schade, dass man ihn nicht persönlich fragen kann, ob Le Monde vielleicht befangen ist. Und deswegen haben wir dann davon abgesehen. Eigentlich hatten wir auch noch Le Monde befragen wollen, was sie davon sagen, und wussten aber nicht die richtigen Worte zu finden. Klar, ja. Klar. Ich meine, allein, dass der Robert Zoellick da teilgenommen hat, ich meine, das ist ja einer von den Neocons, oder? Das kann sein. Zoellick. Und dann noch wer war denn da noch dabei? Der Pearl, ich meine, das ist ja der Oberneocon, oder? Ich meine, American Enterprise Institute, nicht die größten Freunde von Venezuela, wenn man einem Artikel über Recentro glauben kann. Die wollen ja nur Krieg, oder? Ich meine, zumindest nicht die größten Freunde der linken Regierung von Venezuela, American Enterprise Institute. Aber das sind ja die ja schon den Irakkrieg gefördert haben. Das kann sein. Ja, ja. Der Pearl, das ist ja einer von den, der ist ja Mitunterzeichner von dem sogenannten PNAC-Dokument mit dem New Pearl Harbor. Mit dem Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert, wo sie über ein kataklytisches Ereignis nachgedacht haben, aber nicht gesagt haben, welches das sein könnte. Ja, der New Pearl Harbor, und das war ja 9/11. Das heißt, und er wird ja auch als Prince of Darkness geführt, oder? Als Kosename. Mhm. Nicht? Also und so weiter. Also die sind ja alle dabei. Ja, von daher, also Thinktanks, die aufhorchen lassen, waren diesmal schon einige vertreten, das stimmt. Ja, und dann die ganzen Waffenschmieden. Ich meine, der Thomas Enders von RADS. Mhm. Ich meine, das ist ja die europäische Waffenschmiede. Ja. Also ist ja klar, dass die Krieg wollen. Das ist ihr Geschäft. Und so weiter und so weiter. Okay, da müssen wir also genauso wachsam sein wie mit dem, was mit den Finanzen in der nächsten Zeit passiert. Okay, ganz herzlichen Dank für das Interview. Gern geschehen. Trotz Sturm, herzlichen Dank. Wuppertal hatten wir auch einen Sturm, aber nicht ganz so stark. Ja, es hat ganz schön geblasen. Also es hat ziemlich Bäume und Zeug weggeblasen hier. Naja, kann ja passieren. Okay. Ich hoffe, dass das für die Zuhörer informativ war und dass sie ein bisschen Hintergrund jetzt haben und das Ganze natürlich anders sehen. Auf jeden Fall dürfen wir nicht vergessen, dass bis vor ein paar Jahren haben ja die Medien sogar geleugnet, dass es die Bilderberger gibt. Sie haben gesagt, die existieren überhaupt gar nicht. Wir würden uns da was einbilden. Ich meine, mittlerweile sind wir ja so weit, dass sie ja zugeben, dass es die gibt und dass diese Leute teilnehmen. Sie tun es natürlich verharmlosen und sagen,
das Ganze wäre so, ja, halt irgend so ein Treffen über Kaffeekränzchen fertig. Das ist natürlich Blödsinn. Ich meine, wenn der Petraeus dort teilnimmt, als ehemaliger CIA-Chef und oberster General vom Afghanistan-Krieg, ja, und der Chef von Europol da teilnimmt und alle anderen, die wir schon heute aufgezählt haben, und dass die 4 Tage von ihrem vollgestopften Terminkalender dafür freihalten und um die halbe Welt fliegen, dann ist das sicher nicht harmlos, was da abläuft. Denke ich auch. Ich denke, wir haben den Zuhörern auch eine ganze Menge Anstöße gegeben, auch zum selber recherchieren. Und ich denke, dass auch manche unserer Zuhörer selber vielleicht politisch aktiv sind oder selber auch bei Medien sind, Blogger, Journalisten, und eine ganze Menge Anregungen bekommen haben, wie sie dem Thema auch weiter nachgehen können. Ja, zum Beispiel, man kann ja die 2 deutschen Teilnehmer, ja, von der FDP und CDU, die werden ja irgendwann jetzt in den Tagen bis zum September werden sie ja bei Wahlkampfveranstaltungen teilnehmen. Und da kann man sie ja schnappen, weil da sind sie ja dann im Publikum. Dann kann man ja auf die zugehen nach so einer Parteiveranstaltung und sagen, sie waren bei Bilderberg, tun Sie uns was erzählen darüber. Und dann tut man das mit einer Kamera aufzeichnen und sieht, wie sie reagieren. Ja? Das kann ja jeder machen. Mhm. Nicht? Und kann man denen auf die Finger schauen und ein bisschen unter Druck setzen. Sie müssen sich erklären. Ja? Okay. Und vielleicht rutscht ja dann irgendwas raus, nicht? So ein freudscher Fehler, nicht? Dass sie sich irgendwie verhaspeln. Wenn sie spontan antworten müssen. Wir werden uns inspirieren lassen. Nicht? Man muss es einfach versuchen. Nicht? Bei Le Monde hätten wir es ja beinahe, aber der stand ja leider nicht mehr zur Verfügung, der da war. Genau. Der wirklich spannender Gesprächspartner gewesen. Ja. Sie dürfen einfach nicht das Gefühl haben, dass sie in einem völlig, wie soll ich sagen, rechtsfreien Raum schweben können, wo sie unberührbar sind. Ja, das meinen die ja. Nicht? Und niemand kann sie berühren. Sie sind vogelfrei, sie sind unter Immunität oder was. Und indem man auf sie zugeht und sie ihnen Fragen stellt, müssen die merken, aha, ich muss mich doch verantworten für das, was ich tue. Okay. Alles klar. Ganz herzlichen Dank. Gern geschehen. Schönen Abend noch in die Schweiz und auch unseren Zuhörern danke fürs Zuhören, danke fürs Zusenden von Fragen, und das nächste Mal sind wir wieder für Sie da am ersten Donnerstag im Juli ab 19 Uhr. Herzlichen Dank.